Und es scheint so ein bisschen im Trend der Zeit zu sein, sich die Frage zu stellen, wird unsere Welt noch länger bestehen? Diese Theorie vom 21.12.2012 ist nicht die erste. Wer von Ihnen kann sich noch erinnern an den Jahreswechsel 1999 zu 2000? Können Sie sich noch daran erinnern? Was hat man nicht alles gesagt? Die Computer würden alle abstürzen, vielleicht gehen die Atomraketen von alleine los, weil die Computer diesen Sprung nicht schaffen von 1999 zu 2000. Und manch einer hat sich mit Überlebensreserven eingedeckt, einfach nur für den Fall, dass vielleicht wirklich die Welt zugrunde geht. Vor einem Jahr, da hat dieser gute Mann hier, ich gehe mal auf die Seite, ich weiß nicht, ob Sie diesen Mann kennen, es ist ein amerikanischer Radioprediger, sein Name ist Harold Camping, hat er mit seinen über 80 Jahren ganz felsenfest verkündigt, die Welt geht unter, nicht am 21. Dezember 2012, sondern am 21. Oktober 2011. Und er hatte zusätzlich gesagt, dass einige Monate vorher, am 21. Mai, alle, die an Jesus Christus glauben, plötzlich verschwinden würden von der Erde, in einer sogenannten geheimen Entrückung. Und dieser Mann hat eine ganze Reihe von Nachfolgern gefunden, die, halten Sie sich fest, nicht nur viel Geld investiert haben in diese Theorie, um damit, ist das jetzt besser so? Fantastisch, gut. Die viel Geld investiert haben in diese Theorie. Manche haben sogar ihren Arbeitsplatz aufgegeben, ihr Grund und Boden verkauft, ihr Haus verkauft, um all ihre letzten Ersparnisse hinein zu investieren in noch ein weiteres Plakat, um die Menschen zu warnen, in wenigen Wochen geht die Welt unter. Und er hatte dann geglaubt, dass an diesem 21. Oktober um 6 Uhr in jeder Zeitzone der Welt ein Erdbeben stattfindet und dann die Welt zu Ende ist. Und wie Sie alle wissen, am 21. Oktober 2011 ist was passiert? Nicht so viel, jedenfalls kein großes Erdbeben, das die Welt zu Ende gebracht hätte. Aber trotzdem spuken immer wieder Theorien wie diese durch die Welt. Und eine davon ist diese 2012-Theorie, die es sogar nach Hollywood geschafft hat, in diesem mehr oder weniger berühmten Film. Und ich habe mich gefragt in der Beschäftigung mit diesem Thema, wenn alle Welt von diesem Datum spricht, 21.12.2012, was ist da eigentlich die Grundlage? Wer von Ihnen weiß, warum man überhaupt dieses Datum hervorgebracht hat. Was ist da die Grundlage für? Der Maya-Kalender, nicht wahr? Ganz genau. Frage an Sie. Wer von Ihnen hat schon mal einen Maya-Kalender gesehen? Wer von Ihnen hat schon mal einen Maya-Kalender gesehen? Wir alle reden von dem Maya-Kalender, aber was ist eigentlich ein Maya-Kalender und wo liegt der eigentlich und wer hat ihn schon mal gesehen? Ich habe mich damit beschäftigt und habe herausgefunden, dass es in der ganzen Welt nur 3 Handschriften des Maya-Kalenders gibt. Nur 3 Handschriften, merken Sie sich das gut. Und einer von denen, wer hätte das gedacht, liegt in Deutschland und zwar in der Sächsischen Staatsbibliothek. Das ist der sogenannte Codex Dresdensis. Also die Mayas haben es bis nach Dresden geschafft, in dieser Hinsicht. Und ich habe Ihnen mal ein paar Bilder mitgebracht, dass Sie mal eine Idee haben, wie so ein Maya-Kalender aussieht. Also das ist hier so ein Bild. Das ist die sogenannte Mondgöttin. Sehr interessant, oder? Und da haben wir ein Bild der weltweiten Flut. Und da haben wir die sogenannten Schlangenzahlen, das sind alles hier Zahlen, das sind die Schlangen. Manche Bilder sind relativ irgendwie ja kreativ, manche Bilder sind ein bisschen kryptisch, wie das zum Beispiel. Wissen Sie, was das sind? Wer von Ihnen möchte raten, worum es sich dabei handelt hier? Dieses Bild stellt eine mathematische Berechnung dar. Und zwar, was Sie hier sehen, sind die Vielfachen von 78. Also 78, 156 und so weiter. Wer hätte das geglaubt? So haben die Mayas das aufgeschrieben. Einfach, dass Sie mal so eine Idee bekommen, wovon wir eigentlich sprechen. Das ist ein Maya-Kalender. Die Mayas hatten übrigens 3 Kalendersysteme. Wir haben unseren einen Kalender, der geht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Die Mayas hatten 3 verschiedene Systeme, was die ganze Sache natürlich sehr komplex gemacht hat. Der eine Kalender hieß Hab, der zweite Zolkin und der dritte war der Kalender der langen Zählung. Nun, der Hab-Kalender war einfach ein ziviler Kalender, ungefähr 365 Tage, so wie unser Kalender auch, ein Sonnenjahr. Der Zolkin-Kalender ist ziemlich mysteriös, keiner weiß, woran der sich wirklich orientiert hat. Der hatte nur 270 Tage, die also parallel liefen. Stellen Sie sich vor, wir hätten 3 verschiedene Kalender gleichzeitig. In was für einem Chaos das enden würde.
aber die Mayas haben das offensichtlich beherrscht. Und dann gab es für die astronomischen Berechnungen diesen berühmten Kalender der langen Zählung. Und das ist derjenige, der mit diesem vermeintlichen Weltuntergangsdatum zu tun hat. Und so funktioniert er. Ich habe Ihnen das einfach mal mitgebracht. Da können Sie jetzt ganz stolz Ihrem Nachbarn erzählen, wie der Maya-Kalender funktioniert. Da gab es zum Beispiel den Kin. Und der Kin ist einfach der Maya-Ausdruck für einen Tag. Dann gab es auch den Uinal. Das sind dann 20 Kin, das ist so eine Art wie so ein Monat. Und dann gibt es den Tun, das sind 18 Uinal. Das sind dann am Ende sozusagen 360 Tage und das ist dann ein Jahr. Und so können Sie weitergehen. Es gab dann noch den Katun. Ein Katun war ein Zeitraum von 200 Jahren, von 20 Jahren, Verzeihung. Also alle 20 Jahre war ein Katun zu Ende. Und dann gab es noch den Baktun, das waren 400 Jahre. Also alle 400 Jahre war ein Baktun zu Ende. Das waren so auch hier Kreisläufe. Nur, dass Sie so eine kleine Idee haben. Und so sieht das dann aus im Kalender. Zum Beispiel das Todesdatum von dem uns weniger bekannten Pakual dem Ersten von Palenque. Das Todesdatum ist der 9.12.11.5.18. Was bedeutet das? Es bedeutet, wir haben 18 Kin, 5 Uinal und so weiter. Und dann 9 Baktun. Mit anderen Worten, man könnte jetzt rechnen, also 18 Kin sind 18 Tage und 5 Uinal sind dann nochmal 100 Tage dazu und 11 Tun sind nochmal 3069 Tage dazu und 12 Katun sind nochmal 86.400 Tage dazu und 9 Baktun sind dann 1.296.000 Tage dazu. Das heißt, diese Zahl 9, 12, 11, 5, 18 ist im Prinzip eine Aneinanderreihung von Tagen. Können Sie das sehen? Alle Tage werden addiert. Frage, nützt uns diese Rechnung irgendetwas, um zu wissen, wann Pakual der Erste von Palenque gestorben ist? Warum nicht? Was bräuchten wir? Wir bräuchten was? Wir bräuchten einen Startpunkt. Und sehen Sie, hier ist etwas, worauf ich gestoßen bin, was kaum jemand weiß. Denn niemand weiß eigentlich wirklich, wann der Maya-Kalender beginnt. Mit anderen Worten, ich muss mal aufpassen, ansonsten werde ich heute an diesem Abend noch stolpern. So, das wollen wir verhindern. Die Mehrzahl der Wissenschaftler vermutet, dass es entweder der 11. oder der 13. August 3114 vor Christus war. Wenn Sie glauben, es war der 11., dann endet der Maya-Kalender am 21. Wenn Sie aber glauben, es war der 13., dann endet der Maya-Kalender eben am 23. Dezember. Mit anderen Worten, das ganze Datum des angeblichen Weltuntergangs basiert auf der Idee, ja, eines Wissenschaftlers, dass da jetzt der Startpunkt sein könnte. Aber andere Wissenschaftler sagen, es ist vielleicht, naja, 200 Jahre früher gewesen oder 500 Jahre später. Mit anderen Worten, dieses Datum basiert auf völligem Sand. Niemand weiß eigentlich wirklich, wann der Maya-Kalender begonnen hat. Die Mayas wussten es auch nicht so richtig, denn zu der Zeit gab es noch gar keine Mayas. Sie haben quasi in die Vergangenheit hineingerechnet. Also dieses Datum ist wirklich äußerst fragwürdig. Also was endet am 21. Dezember? Am 21. Dezember endet allerhöchstens der 13. Baktun-Zyklus. Wenn man ein bestimmtes Anfangszeitpunkt von diesem Wissenschaftler Thomson annimmt. Wenn nicht, könnte das auch erst in 500 Jahren sein oder vor 200 Jahren schon passiert sein. Also so richtig vertrauenswürdig ist das nicht. Auf jeden Fall endet nicht der Maya-Kalender, das wissen Sie vielleicht auch schon aus den Nachrichten, denn vor einem Jahr hat man eine Wandmalerei entdeckt, in der deutlich wurde, dass die Maya-Kalender, dass die Maya auch weit über 2012 hinausgerechnet haben. Der Maya-Kalender endet eigentlich nicht. Und ich habe mich dann gefragt, warum haben trotzdem so viele Menschen die Idee, dass dort irgendetwas passieren wird? Und hierauf bin ich gestoßen. Es gibt eine sogenannte Prophezeiung. Es gibt eine einzige Prophezeiung in allen Maya-Inschriften, die sagt, was am Ende dieses 13. Baktun-Zyklus, an diesem eventuell 21. Dezember, passieren sollte. Und das findet sich auf dem Tortuguero-Monument 6. Und hier haben Sie das. So sieht das Monument aus. Das ist das ganze Monument und hier haben wir den entscheidenden Abschnitt. Und diese 6 Schriftzeichen sind die Prophezeiung über das, was am vermeintlich 21. Dezember passieren soll. Also all die ganze Medienrummel, der ganze Film und alles, was Sie über dieses Datum gehört haben, basiert auf diesen 6 Schriftzeichen. Jetzt, was steht da eigentlich? Ich habe mir die Mühe gemacht, eine Ausarbeitung zu lesen von Maya
Wissenschaftlern. Das war ein bisschen anstrengend, das erspare ich Ihnen jetzt alles. Aber ich zeige Ihnen einfach mal, was die Übersetzung dieses Schriftstücks ist. Dieses Zeichen hier heißt, ich weiß nicht, ob Sie mir das glauben, aber es ist wirklich so, es heißt, es wird vollendet sein, der 13. Baktun. Das heißt das, okay? Dann kommt das nächste Zeichen, also von links nach rechts gelesen. Es ist 4 Ayav, 3 Kankin, das ist das Datum, das mit den anderen beiden Kalendersystemen zu tun hat. Und dann kommt das dritte Zeichen und es wird geschehen. Jetzt also kommt der spannende Moment. Was wird geschehen, wenn dieser 13. Baktun zu Ende ist? Und was wird geschehen? Was meinen Sie? Was sehen Sie? Was ist das Problem hier? Schauen Sie mal, was ist das Problem? Das Schriftzeichen ist zur Hälfte gar nicht mehr da. Es ist schon weg erodiert. Das heißt, was immer Sie glauben, was da passiert, alles, was da passieren kann, hängt an diesem halben Schriftzeichen hier, von dem keiner genau weiß, was da eigentlich wirklich steht. Jetzt die Wissenschaftler haben so zu 50% vage sich überlegt, es könnte vielleicht heißen, ein Sehen. Was auch immer das heißt, ein Sehen. Und zwar, wie es dann weitergeht, Verzierung von Bollon Yoktuku in der großen Investitur. Das ist so eine Parade, wenn jemand ganz neu als Beamter installiert ist. Also Sie sehen, das ist etwas kryptisch, oder? Bisschen merkwürdig, oder? Aber jetzt halten Sie sich fest. Ich habe ein bisschen weiter studiert und vor wenigen Wochen eine Stellungnahme gelesen von einem führenden amerikanischen Maya-Wissenschaftler, der Folgendes gesagt hat, ich habe es Ihnen im englischen Original mitgebracht. I'm partly to blame for the attention given to Monument 6 after some years ago when I posted a brief off-the-cuff analysis of each glove of an listserv. Er sagt mit anderen Worten, ich bin schuld daran, an all dem, was passiert ist. Weil ich vor vielen Jahren mal so, er sagt, off-the-cuff, also so spontan, einfach mal diese Hieroglyphen entziffert habe. Mit anderen Worten, da gab es einen Wissenschaftler, der hat sich diese sechs Zeichen angeschaut, hat mal so aus dem Handgelenk gesagt, das könnte das und das bedeuten. Und aufgrund dieses einen Wissenschaftlers, mit seiner spontanen Interpretation, basiert der gesamte Hype um dieses Datum. Und dann sagt er aber, mittlerweile bin ich überzeugt, das ist gar keine Prophezeiung. Die Mayas haben nie etwas prophezeit. Warum? Ich gebe Ihnen das mal an einem Beispiel. Nehmen Sie mal an, wir würden Folgendes heute aufschreiben. Am 11. September 2001 stürzten Flugzeuge in das World Trade Center. Viele Menschen starben. Es gab infolgedessen viele Veränderungen auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. Damit begann ein Jahrhundert, das bis 2099 gehen wird, mit einer einschneidenden Katastrophe. Frage. Diese beiden Worte, einschneidende Katastrophe, worauf beziehen Sie sich in der deutschen Grammatik? Worauf? Auf 11. September 2001, richtig? Aber nehmen wir mal an, die deutsche Kultur bricht zusammen und niemand versteht mehr Deutsch und in ungefähr 70 Jahren finden irgendwelche Außerirdischen, das ist sehr, sehr hypothetisch, okay? Einfach nur, um das Gedankenexperiment durchzumachen, finden so ein deutsches Schriftstück noch mit einem Wörterbuch und versuchen jetzt zu entziffern, was das bedeutet. Und sie finden nur noch diese letzten paar Buchstaben hier und stellen dann fest, dort steht, 2099 gehen wird mit einer einschneidenden Katastrophe. Und wenn Sie jetzt nicht des Deutschen wirklich mächtig sind, was glauben Sie? Dass 2099 eine einschneidende Katastrophe passieren wird, oder? Und genau das ist passiert. Man hat einfach sechs Schriftzeichen aus ihrem originalen Zusammenhang genommen, obwohl sie schon halb weg erodiert sind und hat sie auf ein Zeichen, auf ein Datum basiert, das gar nicht damit zusammenhängt. Mit anderen Worten, was ich Ihnen damit jetzt hiermit sagen wollte, vergessen Sie den 21. Dezember 2012. Es wird nichts passieren. Die Mayas haben niemals auch nur vorgehabt, etwas darüber zu prophezeien. Und jeder, der was anderes sagt, kennt einfach nicht die Fakten. Jetzt, warum erzähle ich Ihnen das? Warum können wir nicht jetzt einfach den Vortrag zu Ende machen und sagen, na gut, dann passiert halt nichts, die Welt wird noch die nächsten 1000 Jahre weiter so existieren, wie wir sie jetzt kennen? Aus diesem Grund. Denn unsere Welt ist tatsächlich, wirklich in einer Krise. Und das erklärt kein Maya-Kalender. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass in den letzten Jahren es immer mehr Kriege gibt. Immer mehr Revolutionen. Ja, stimmt, Kriege gab es immer schon.
Aber das letzte Jahrhundert ist das Jahrhundert, in dem es so viel Kriege gab wie niemals zuvor. Und ein Jahrhundert wird es noch toppen. Und das ist das jetzige. Vielleicht sind Sie schon müde, von der Finanzkrise zu hören. Vielleicht sind Sie schon müde von diesen ganzen Krisen aus Griechenland und Irland und ich weiß nicht wo, Spanien und Italien und wer weiß, wer der Nächste ist. Die Tatsache ist, unsere Wirtschaft ist scheinbar unheilbar krank. Und viele Menschen fragen sich, ich hatte heute die Gelegenheit, mit vielen Menschen in Paderborn zu sprechen. Viele, viele Menschen haben mir heute auf der Straße gesagt, die größte Krise, in der wir sind heutzutage, ist die Arbeitslosigkeit und die Finanzkrise und die Wirtschaftskrise, die uns alle mehr oder minder trifft. Wie steht's mit den Naturkatastrophen? Jetzt werden Sie sagen, ja, Moment mal, aber Erdbeben und Tsunamis und all diese Dinge, die hat's doch schon immer gegeben. Ja, das stimmt. Ich bin gerade dabei, eine Studie zu machen über die Häufigkeit von Erdbeben. Und wissen Sie, wie viele Erdbeben es vor 100 Jahren gab? So die großen Erdbeben, so Richterskala 6, 7, 8. Ungefähr ein oder zwei in 10 Jahren. Wissen Sie, wie viel es heute gibt? 26 pro Jahr. 25 pro Jahr. Teilweise wöchentlich. Und ich bin zum Nachdenken gekommen und habe gesagt, meine Güte, was passiert hier? Warum ist das so? Warum nehmen diese Dinge irgendwie immer mehr zu? Und wohin steuert unsere Welt? Und eins ist ganz klar, der Maya-Kalender kann uns da nicht viel helfen, denn die Mayas wollten nichts über die Zukunft sagen. Wie sieht es aus mit den Revolutionen, den Aufständen im Nahen Osten und an vielen anderen Gegenden? Wie sieht es aus auch mit den sozialen Unruhen, nicht nur im Nahen Osten oder in der weiten Ferne, sondern manchmal schon fast vor unserer Haustür, zum Beispiel wie hier in England? Und viele der Umstände, die dort in England zu diesen Riots, diesen Tumulten geführt haben, viele dieser Umstände gibt es auch schon in Deutschland, nicht wahr? Und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis manche dieser Szenen auch hier in Deutschland zur allgemeinen Situation gehören werden. Was ist los mit unserer Welt? Wohin steuert unsere Welt? Was ist an unserem Planeten so Besonderes, dass er so krankt? Ich glaube, das Geheimnis liegt nicht in Guatemala im Regenwald der Mayas. Ich glaube, das Geheimnis liegt in Wirklichkeit dieses fehlende Puzzlestück, das uns zeigen soll, was ist wirklich los mit unserer Welt. Dieses Puzzlestück liegt eigentlich im Irak. Wenn Sie sagen, im Irak? Wieso im Irak? Und mit Irak meine ich nicht unbedingt den heutigen Staat Irak, sondern das, was vor vielen, vielen Hunderten von Jahren hier in der heutigen Wüste vom Irak mal gewesen ist. Vielleicht kennen Sie das Pergamonmuseum. Waren Sie mal in Berlin im Pergamonmuseum? Da kennen Sie das Ischtar-Tor, die Prozessionsstraße, diese alten Relikte aus antiker Zeit. Vor 2.500 Jahren sah die Wüste vom Irak so aus. Es war die goldene Stadt Babylon, das höchste Zentrum der Kultur, der Wissenschaft, und auch dort wurden Aufzeichnungen gemacht, nicht in solchen komischen Maya-Kalendern, sondern in Aramäisch. Und einer der historischen Könige dieser Zeit, sein Name ist Nebukadnezar. Vielleicht haben Sie was mal von Nebukadnezar gehört, Sie können das auch im Internet weiter verfolgen. Einer der größten Herrscher Babylons hat uns etwas überliefert von seiner eigenen Erfahrung und seiner eigenen Geschichte. Und diese Geschichte möchte ich heute mit Ihnen ganz kurz einmal betrachten. Es heißt hier, im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht schlafen konnte. Wer von Ihnen hat schon mal einen Traum gehabt, der ihn wirklich schlaflos gehalten hat? Schon mal gehabt? Wo Sie ganze Nacht nicht schlafen konnten und irgendwie sich von einer Seite auf die andere gewälzt haben und gesagt haben, meine Güte, was träume ich nur für ein merkwürdiges Zeug. Dem Nebukadnezar ging das so. Und wenn ein König zu der Zeit einen seltsamen Traum gehabt hat, den er nicht verstehen konnte, dann hatte er dafür bezahlte Traumdeuter, die ihm jetzt helfen sollten. Und Nebukadnezar ruft diese Traumdeuter. Das heißt, da befahl der König, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldeer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkünden. Dazu sind sie ja da, nicht wahr? Und dann sagen diese Traumdeuter Folgendes. O König, mögest du ewig leben, erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Frage. Wenn ich ihn erzähle, ich habe gestern Nacht von einem rosa Elefanten geträumt, der in einem Erdbeerfeld marschiert ist und dann hat es geregnet. Und ich sage Ihnen, wenn Sie mir 100, ich gebe Ihnen 100 Euro, den Traum zu deuten, würden Sie das Geld annehmen? Und mir eine Deutung geben?
Würden Sie es versuchen? Klar, oder? Ist nicht so schwer. Mit ein bisschen Fantasie, ein bisschen Kreativität kann man sagen, ja, Sie mögen gerne Erdbeeren. Oder was auch immer. Aber Nebukadnezar wusste, das ist noch keine wirkliche ernstzunehmende Wissenschaft, nicht wahr? Das ist eigentlich nicht das, was ich will. Und deswegen sagt er Folgendes. Mein Entschluss steht fest, und zwar unwiderruflich, wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung kundtut. Mit anderen Worten, erzählt mir, was ich geträumt habe. Könnten Sie mir erzählen, was ich gestern Abend geträumt habe? Denn Nebukadnezar hatte zwar nichts mit der Bibel am Hut oder mit Christentum oder mit Religion an sich, aber Nebukadnezar war ein kluger und intelligenter Mann. Und ich hoffe, Sie sind heute auch klug und intelligent. Nebukadnezar hatte folgendes Prinzip verstanden. Ich möchte niemandem vertrauen, was die Zukunft angeht, wenn er mir nicht die Vergangenheit auf übernatürliche Art und Weise reproduzieren kann. Mit anderen Worten, du willst mir was über die Zukunft erzählen? Erzähl mir erstmal was über die Vergangenheit. Macht das Sinn? Denn wenn jemand nicht in der Lage ist, die Vergangenheit auf übernatürliche Art und Weise wiederherzustellen, wie soll ich ihm für die Zukunft vertrauen, oder? Das macht doch keinen Sinn. Also, was haben die Traumdeuter gemacht? Sie haben gesagt, naja, oh König, erzähl uns den Traum, dann geben wir die Deutung. Und plötzlich merkt Nebukadnezar, meine Güte, die wollen einfach nur Zeit gewinnen. Es heißt hier, ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir nicht den Traum mitteilt, so bleibt euch ein Urteil, denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Nebukadnezar hat etwas erlebt, was viele von uns auch erlebt haben. Nämlich in einem Moment seines Lebens hat er plötzlich verstanden, all die Experten, denen ich immer vertraut habe, auf die ich immer gesetzt habe, die haben eigentlich keine Ahnung. Die Leute, die ich dafür bezahle, dass sie mir sagen, was die Götter sagen, soll ich nach Assyrien ziehen oder soll ich es nicht tun? Soll ich die Prinzessin von Persien heiraten, ja oder nein? Die haben gutes Geld dafür genommen, um zu sagen, oh, die Götter sagen dir, du solltest das und das tun. Und plötzlich, als es wirklich mal darauf ankommt, können sie nichts. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch in unserem Leben erlebt haben, oder? Wir vertrauen den Politikern, bis wir merken, die haben das Geschehen auch nicht wirklich im Griff, oder? Wir vertrauen unseren Priestern, bis wir merken, die tun Dinge, die man als Priester nicht tun sollte. Wir vertrauen den Finanzexperten, die uns sagen, ja, der Geldmarkt ist sicher, bis plötzlich die Bankenkurse einkrachen und sie auch vor der Kamera stehen und sagen, ja, wir wissen auch nicht, was man tun soll. Viele von uns sind zutiefst enttäuscht über die Experten dieser Zeit, weil man ganz oft merkt, auf Menschen kann man sich nicht wirklich verlassen, oder? Nebukadnezar merkt, auf die Experten seiner Religion, seiner Weltanschauung kann er sich nicht verlassen. Als es hart auf hart kommt, haben sie keine Ahnung. Nebukadnezar sagt, sagt mir den Traum, damit ich weiß. Ich will nicht wissen, was ihr deutet. Ich will nicht wissen, was ihr vermutet. Ich will wissen, habt ihr ernstzunehmende Fakten? Kann ich euch vertrauen? Und ich glaube, eine der größten Krisen unserer Zeit ist die Vertrauenskrise. Die vertrauen so gut wie keine mehr. Wem sollen wir noch vertrauen? Der Kirche? Dem Staat? Der Partei? Dem Gesundheitswesen? Wem sollen wir vertrauen? Wo sind noch verlässliche Fakten, auf die wir bauen können? Es heißt weiter, die Traumdeuter sagen am Ende, es gibt keinen, der das kann. Und dann sagen sie etwas, was wirklich die Sache offenbart. Sie sagen, das, was du verlangst, könnten nur die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Und ich glaube, an dem Punkt ist Nebukadnezar ausgerastet. Denn er hat sie doch dafür bezahlt, dass sie Kontakt zu den Göttern aufnehmen, oder? Und jetzt sagen sie ihm, weißt du was, also die Götter könnten das, aber wir können es nicht. Ja, Moment mal. Habt ihr denn überhaupt irgendeinen Kontakt zu den Göttern? Und er merkt, dass er seit Jahrzehnten oder wenigstens seit Jahren belogen und betrogen worden ist. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal so gegangen ist, dass Sie auf jemanden vertraut haben oder in ein System oder eine Partei oder eine Kirche oder in was auch immer Ihr Vertrauen gesetzt haben und gesagt haben, das ist wirklich das, worauf ich mich vertrauen kann, worauf ich mich basieren kann. Und plötzlich merken Sie, ich bin belogen worden, ich bin betrogen worden. Jetzt, Nebukadnezar war, wie gesagt, nicht besonders religiös. Er war eher impulsiv und das heißt,
Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig. Und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das ist eine Reaktion, die wir heute auch beobachten können. Viele von uns sagen, dann will ich einfach gar nichts mehr zu tun haben mit all den Sachen. Ich gehe nicht mehr wählen und ich will auch nichts mehr mit der Kirche zu tun haben. Sind eh nur alles Heuchler, richtig? Mal gehört? Dem kann ich nicht mehr glauben. Ich habe damit abgeschlossen. Ich brauche das nicht mehr. Und manchmal schütten wir dann das Kind mit dem Bade aus. Verständliche Reaktion. Vielleicht geht es Ihnen heute genauso. Aber ich möchte Ihnen etwas zeigen, was auch Nebukadnezar geholfen hat. Es heißt hier, da erwiderte Daniel, ein junger Mann am Hofe des Königs, wie es hier heißt, mit klugen und verständigen Worten. Mit anderen Worten, es gab etwas, was Nebukadnezar noch hören musste. Und wenn Sie heute hier sitzen und sagen, ich vertraue niemandem mehr und es gibt nichts, wo ich noch wirklich irgendwie Vertrauen zu fassen könnte und ich will mit Religion und all dem nichts mehr zu tun haben oder mit der Kirche, eh alles Heuchler, dann möchte ich heute Ihnen einen klugen und verständigen Einwand geben. Ich möchte Sie bitten, so wie Nebukadnezar, eine Frist zu akzeptieren. Geben Sie mir noch ein paar Minuten Zeit, so wie Nebukadnezar dem Daniel ein bisschen Zeit gegeben hat, um zu zeigen, dass es tatsächlich etwas gibt, was vertrauenswürdig ist. Was wirklich vertrauenswürdig ist. Und hier kommt die Antwort. Daniel sagt, das Geheimnis, nachdem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Es ist unmöglich, in die Zukunft von einem Menschen zu schauen. Keiner kann das. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Und der kann das. Der kann Geheimnis offenbaren. Und der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Und dann sagte dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darauf, was nach diesem geschehen werde. Und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Du König, du hast dir Gedanken gemacht, was kommt nach mir? Was bringt die Zukunft? Was werden die nächsten Tage, Monate, Wochen, Jahre bringen? Wer von Ihnen hat sich schon mal diese Gedanken gemacht? Was bringt die Zukunft? Was kommt auf mich zu? Das kennen wir, oder? Und die Bibel macht deutlich an dieser Stelle. Daniel sagt, Gott möchte dir offenbaren, was auf dich zukommt. Es gibt einen Gott im Himmel. Es gibt keinen Menschen, weder ein Priester, noch ein Politiker, noch ein Nostradamus, noch ich, der hier stehe, können irgendwas Verlässliches aus uns selbst heraus über die Zukunft sagen. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Und der möchte uns zeigen, was auf uns zukommt. Daniel macht ganz deutlich, mir ist es nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen anderen Leben voraus hätte, geoffenbart worden. Und dann zeigt er ihm dieses berühmte Standbild. Vielleicht haben Sie beim Hereinkommen auch so eine Pappmaché-Version dieses Standbildes gesehen. Und hier haben wir es mal zusammengefasst. Du sahst, o König, ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein ganz außergewöhnlich. Er stand vor dir, sein Anblick war furchterregend. Da haben wir zuerst, so sah das ungefähr aus, ich weiß nicht, ob wir uns heute noch davor erschrecken würden, aber für den König war das furchterregend. So sah es aus. Da haben wir zuerst einmal das Haupt aus. Aus welchem Metall war es? Gold. Und dann hatten wir eine Brust aus Silber und dann Bauch und Enden aus Erz oder auch Bronze, je nach Bibelübersetzung. Und dann hatten wir Beine aus Eisen und dann Füße und Eisen aus, was habe ich gesagt? Füße aus Eisen und Ton. Ganz genau. Füße aus Eisen und Ton. Und der Daniel sagt ihm das und geht durch dieses Standbild durch und erklärt ihm, das hast du geträumt. Und dann sagt er, am Ende sahst du einen Stein, der sich losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und der hat dann das ganze Bild getroffen, und das Bild ist zerbrochen. Und dann ist ein großer Berg aus diesem Stein entstanden. Frage. Nehmen wir an, Sie sind Daniel, und Sie wissen, Sie haben eine Chance. Sie stehen vor diesem König, er hat Ihnen noch eine Frist gegeben, und wenn Sie diese Chance vermasseln, wenn Sie den Traum nicht akkurat treffen, dann passiert was? Dann geht es in einen Kragen, nicht wahr? Sie haben also diese eine Chance, Sie haben eine Möglichkeit, den Traum zu sagen. Was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt fertig sind mit der Erzählung des Traumes? Stellen Sie vor, das Beil ist schon fast im Nacken, nicht wahr? Sie sind des Todes, nicht wahr? Aber Sie haben noch diese eine Chance. Was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt gesagt haben, also Gold, Silber, Bronze, Eisen, Eisen und Ton? Was würden Sie am Ende sagen?
Ich weiß, was ich sagen würde. Ich würde wahrscheinlich sagen etwas wie, Nebukadnezar, war das der Traum? Ist das das, was Sie geträumt haben? Können Sie sich daran erinnern? Habe ich es richtig getroffen? Das würden wir menschlicherweise machen, oder? Aber Daniel steht dort und sagt, das ist der Traum. Der fragt nicht mal nach. Der fragt nicht mal nach, ob Nebukadnezar das auch so geträumt hat. Er ist sich so sicher, das ist der Traum. Und jetzt, König, erkläre ich dir die Deutung. Und ich habe mich gefragt, was hat diesen Daniel so sicher gemacht? Was hat ihn so sicher gemacht? Warum war sich Daniel so sicher? Die Bibel macht ganz deutlich, dass Daniel mit seinen Freunden gebetet hatte und dann von Gott Verständnis bekam darüber. Es heißt hier in Daniel 2, Vers 21 und 22, er, gemeint ist Gott, gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Gott gibt uns Weisheit und Gott gibt uns Verstand. Und hier ist eines meiner absoluten Lieblingsverse. Vielleicht ist das mein Lieblingsvers aus der ganzen Bibel. Dort heißt es, ich bin verständiger als wie viel? Als alle meine Lehrer. Die Bibel hat eine Antwort darauf, wenn sie auch enttäuscht sind von Experten und von Lehrern und von allen möglichen Besserwissern. Sie können direkt zur Quelle gehen. Sie können verständiger sein als alle, die ihnen immer was erzählen wollen. Und was ist das Geheimnis? Das Geheimnis ist, ich sinne nach über deine Zeugnisse. Und zwar über ein Buch, das wir heute die Bibel nennen. Jetzt werden Sie sagen, Moment mal, Herr Kramp. Das ist ein bisschen steil jetzt, nicht wahr? Die Bibel, die ist doch auch nur gefälscht, oder? In vielen Konzilien ist alles geändert worden. Und wer kann jetzt unbedingt der Bibel vertrauen? Deswegen möchte ich Ihnen einige Fakten heute hier zeigen. Zunächst noch dieser Vers. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich habe in meinem Leben erlebt, dass dieses Buch hier, wann immer ich nicht wusste, wie es weitergeht, dieses Buch geholfen hat, mir den nächsten Schritt deutlich zu sehen, den nächsten Schritt zu gehen. Wir wissen nicht, was in der Zukunft ist, oder? Wenn Sie schauen, was morgen ist, was sehen Sie dann? Finsternis, oder? Wir wissen nicht, was morgen ist oder was übermorgen ist. Aber mit diesem Buch, es ist wie eine Taschenlampe. Es ist kein Flutlicht, das alles erhält, sodass ich alles weiß, was passiert. Es ist wie eine Taschenlampe, die mir zeigt, wo ich gehen kann, damit ich nicht stolper, damit ich nicht in ein Loch falle oder vom Weg abkomme. Aber wie verlässlich ist jetzt die Bibel? Hier habe ich ein Manuskript von Ihnen. Sieht ein bisschen vertrauenswürdiger aus als der Maya-Kalender, oder? Frage. Wer von Ihnen hat von den Qumran-Höhlen gehört? Schon mal gehört? Einige wenige von Ihnen. 1947 hat ein Beduinenjunge Schafe gesucht und hat Steine geworfen nach den Schafen. Und als er ein so ein Schaf treffen wollte, hat er in so eine Höhle getroffen und hat dabei es laut pöttern hören. Was ist passiert? Er hatte uralte Tonkrüge getroffen, in denen sich alte Manuskripte fanden der Bibel. Bis zu dem Zeitpunkt waren die ältesten Manuskripte, die man kannte, ungefähr aus dem Jahre 1000 nach Christus, aus dem Mittelalter. Und die Wissenschaftler haben gedacht, oh, die Bibel ist gefälscht und das kann man nicht ernst nehmen. Und in den 1000 Jahren bis zum Mittelalter ist das alles gefälscht worden und verändert worden. Jetzt fand man zum ersten Mal Dokumente, die sogar 200 Jahre vor Christus entstanden waren. Und jetzt wollten die Wissenschaftler wissen, sind diese ganz, ganz alten Dokumente aus alttestamentlicher Zeit identisch mit denen, wie wir sonst haben? Und wissen Sie, was man herausgefunden hat? Man hat herausgefunden, dass es eine 99,8 oder 9%ige Übereinstimmung gibt. Das Einzige, was sich manchmal geändert hat, sind orthografische Schreibungen von Namen oder von Ortsnamen, Dinge, die auch im Deutschen sich manchmal ändern, nicht wahr? Aber inhaltlich ist es absolut übereinstimmend. Und seitdem ist die Bibel auch in Fachkreisen wieder ganz neu bewertet. Ich möchte Ihnen, das ist zum Alten Testament, jetzt zum Neuen Testament. Schauen Sie sich das mal an. Wenn Sie in Geschichte gut aufgepasst haben, dann kennen Sie diese Namen. Das sind so Leute wie Herodot, Tacitus, Cäsar. Wenn Sie Latein gehabt haben, mussten Sie sich dadurch quälen durch den Gallischen Krieg, nicht wahr? Das sind so anerkannte Geschichtsschreiber der Antike. Und schauen Sie mal, wann die so gelebt haben und wann die frühesten Manuskripte, die man finden konnte, von wann die sind. Hier, Herodot, 1300 Jahre, nachdem es geschrieben wurde, frühestes Dokument.
Tacitus, 1000 Jahre nachdem es geschrieben wurde, das früheste Dokument, das wir haben. 950 Jahre. Und dann gibt es 8 Kopien vom Herodot, 20 vom Tacitus, 9 oder 10 vom Cäsar und so weiter. Jetzt, wenn Sie sagen, stellen Sie vor, Sie gehen in die Schule, wenn Sie noch zur Schule gehen, oder Sie gehen zum Arbeitsplatz und sagen, ich glaube, Alexander der Große hat nie gelebt. Das ist eine Fälschung. Wie würden Sie angeguckt werden? Wie können Sie denn die antike Geschichtsschreibung anzweifeln, oder? Das sind anerkannte Fakten. Frage, wie steht es mit dem Neuen Testament? Haben Sie eine Ahnung? Übrigens nebenbei, wie viele Handschriften gab es noch vom Maya-Kalender? Weiß es noch jemand? Wie viele Handschriften vom Maya-Kalender? 3, nicht wahr? Noch weniger als hier. Kommen wir zum Neuen Testament. Genau, hier haben wir es. Es wurde geschrieben 40 bis 100 nach Christus. Das früheste Dokument ist bei 130 nach Christus. Ein kleines Papyrus-Dokument liegt in Manchester. Das sind nur 30 Jahre danach und wir haben 5000 griechische, 10.000 lateinische und 9.300 andere Dokumente. Wenn Sie sagen, die Bibel ist nicht vertrauenswürdig, dann seien Sie so konsequent und glauben Sie keinem Geschichtsbuch mehr. Dann müssen Sie die gesamte antike Geschichtsschreibung aus dem Fenster schmeißen. Die Bibel ist 100-mal vertrauenswürdiger als all das, was Sie im Geschichtsunterricht lernen. Nun, ich habe nichts gegen das im Geschichtsunterricht, das ist vertrauenswürdig. Aber die Bibel ist umso vertrauenswürdiger. Kein Buch der Weltgeschichte ist so super gut belegt wie die Bibel. Die Bibel sagt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Jetzt, das kennen Sie vielleicht. Die Bibel sind ungefähr 66 Bücher, geschrieben von circa 40 Autoren, auf 3 Kontinenten über 1600 Jahre. Frage, wenn ich 40 Menschen aus Paderborn nehmen würde, 40 Menschen, und ich würde Ihnen Auftrag geben, schreiben Sie bitte ein Buch, jeder ein Kapitel, zu Themen wie Erziehung, Umwelt, Philosophie, Religion, Staatswesen und so weiter. Was meinen Sie, was würde dabei rauskommen? 40 Menschen aus Paderborn. Einheit oder ein bisschen Unterschiedlichkeit? Was würde passieren, wenn diese 40 Menschen nicht alle aus Paderborn kommen würden, sondern einer aus Norwegen und einer aus Panama und einer aus China und davon vielleicht einer noch ein Bergarbeiter wäre in China und der aus Panama vielleicht der Staatsbeamte und vielleicht noch ein indischer Gastarbeiter und alles verschiedene Menschen mit verschiedenen Berufen, verschiedenen, was würde dabei passieren? Und wenn Sie sich jetzt noch überlegen, dass diese verschiedenen Menschen aus verschiedenen Kontinenten über 1600 Jahre auseinandergelebt haben. Also stellen Sie sich vor, wir nehmen einen niederländischen Philosophen aus dem 13. Jahrhundert und einen englischen Bergbauarbeiter aus dem 16. Jahrhundert und einen deutschen Wissenschaftler aus dem 20. Jahrhundert und einen italienischen Opernsänger aus dem 19. Jahrhundert und lassen Sie über all diese kontroversen Themen schreiben. Was würden wir bekommen? Totales Chaos, oder? Völlige Divergenz. Jetzt passen Sie Folgendes auf. Diese Linien hier, die Sie hier finden, da stellen die einzelnen Kapitel der Bibel dar. Also das ist 1. Mose 1, Kapitel 2, 3, 4. Das sind alles die Kapitel in 1. Mose. Da kommt 2. Mose. Also jeder Strich ist ein Kapitel, ja? Wissenschaftler haben sich überlegt, gibt es Parallelen zum Beispiel von 1. Mose 1 zu 2. Mose 1 oder zu 2. Mose 2? Und wann immer sie eine Parallele gefunden haben, wo das Gleiche gesagt wird, haben sie so einen Strich gemacht, so einen Bogen. Verständlich? So einen Bogen. Und wissen Sie, was dabei herausgekommen ist? Dieses Bild. Die Bibel ist eine übernatürliche Einheit. Unfassbar. Kein Mensch ist in der Lage, so viel Einheit in so unterschiedlichen Menschen zusammenzubringen. Und die Bibel sagt uns, von allen Dingen ist etwas ganz besonders wichtig und das ist das sogenannte prophetische Wort. Dort, wo etwas über die Zukunft vorhergesagt wird. Es gibt so viele Prophezeiungen, ich habe Ihnen einfach ein paar hier mitgebracht. Zum Beispiel über Jesus. Wussten Sie, dass sein Geburtsort vorhergesagt ist? Seine Mutter, sein Stamm, seine Familie, seine Zeit, in der er Messias sein sollte. Wir haben gar nicht die Zeit, das alles anzugucken heute. Nur einfach so mal als kleiner Gedankenanstoß. Seine Botschaft, sein Einzug, sein Verrat, die Silberlinge, er wurde bespuckt. All das ist immer im Alten Testament prophezeit worden. Und dann im Neuen Testament hat es sich genauso erfüllt. Die Zeit seines Todes, dass er als Verbrecher gestorben ist und so weiter und so fort. Jetzt, Wissenschaftler in Kalifornien haben sich überlegt,
was ist die Wahrscheinlichkeit, dass, sagen wir mal, 8 von diesen Prophezeiungen, 8 Stück, davon sich tatsächlich erfüllen im Leben eines einzelnen Menschen? Was ist die Wahrscheinlichkeit? Weil das sind zum Teil sehr spezifische Prophezeiungen, nicht sehr allgemein wie bei Nostradamus, sondern wirklich sehr genau, sehr spezifisch. Was ist die Wahrscheinlichkeit? Die Wahrscheinlichkeit ist, von nur 8 dieser Prophezeiungen, 1 in 10 hoch 17. Wissen Sie, was 10 hoch 17 bedeutet? 10 hoch 17 bedeutet eine 1 mit 17 Nullen. Also so. 1 zu. Das heißt, wenn Sie so viele Münzen haben wie hier, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, also das wären dann 1000 Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, 100 Billiarden, ja? Wenn Sie 100 Billiarden Münzen hätten und würden eine ankreuzen und sagen, die greife ich raus beim ersten Versuch, das wäre 1 zu 10 hoch 17. Das ist die Wahrscheinlichkeit für 8 Prophezeiungen, dass sie sich erfüllen. Nehmen wir mal nicht 8, sondern 48, okay? Die Wahrscheinlichkeit für 48 sind dann 1 zu 10 hoch 157. Wissen Sie, was das bedeutet? Das ist eine 1 mit 157 Nullen. Und Sie dürfen jetzt nachrechnen, ob es auch 157 sind. Das sind 48 Prophezeiungen, die sich in einem Menschen erfüllt haben. Die Wahrscheinlichkeit 1 zu 1 hoch 10. Okay? Jetzt bin ich interessiert, was Sie denken. Wie viele Prophezeiungen gibt es über Jesus Christus im Alten Testament? Es sind nicht 8, es sind nicht 48. Sondern, weiß jemand wie viel ungefähr? Was würden Sie schätzen? Was würden Sie schätzen? Das war jetzt für 48, richtig? Wie viel würden Sie schätzen, gibt es insgesamt über Jesus Christus, allein über Jesus Christus im Alten Testament? Hat jemand eine Schätzung? 120 vielleicht, ja, gut. Es sind über 300. Und Sie können nach Hause gehen, Sie können es nachprüfen, jede einzelne Prophezeiung hat sich erfüllt. So viele Nullen kriegt man auf keine Leinwand dieser Welt. Deswegen habe ich es gleich gelassen. Mit anderen Worten, dieses Buch ist verlässlicher, als viele von uns glauben. Es ist super verlässlich. Kommen wir zurück zu Daniel und zu unserer kleinen Prophetie, die wir jetzt gleich beenden wollen, indem wir diese letzten Verse hier lesen. Daniel sagt uns, oder vielmehr Petrus sagt uns, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Das heißt mit anderen Worten, vielleicht haben Sie schon mal erlebt, dass jemand sagt, naja, also die Bibel legt jeder so für sich aus, nicht wahr? Wir legen das so aus und die legen das so aus und jeder zu seiner Auslegung. Die Bibel sagt, das ist verboten. Es ist gar nicht unsere Aufgabe, die Bibel auszulegen, sondern die Bibel legt sich selbst aus. Und hier ist das, was die Bibel sagt. Daniel sagt zu ihm, du König, du selbst bist das Haupt aus Gold. Mit anderen Worten, das Königreich Babylon war symbolisiert durch dieses goldene Haupt. Und wir haben uns ja schon erinnert oder gesagt, dass Babylon eine goldene Stadt war. Eine wirklich unglaublich reiche, unglaublich prächtige und unglaublich hochzivilisierte Nation. Aber Babylon sollte nicht für ewig regieren. Nicht für ewig. Denn die Bibel sagt, nach dir wird ein anderes Reich kommen. Frage, wer von Ihnen kennt sich geschichtlich aus? Wer war das nächste Reich, das nach Babylon kam? Es war das Reich Medo-Persien. Jetzt wissen Sie, wie Babylon eingenommen worden ist. Das ist sehr spannend. Das waren die Medo-Perser. Übrigens, wissen Sie, mit welchem Metall Medo-Persien in Medo-Persien bezahlt wurde? Raten Sie mal. Mit Silber. All die Münzen in Medo-Persien waren Silber. Und das sparen wir uns aus Zeitgründen. Gehen wir gleich zum Dritten Reich. Das Dritte Reich sollte ein bronzenes Reich sein. Und wissen Sie, wer auf die Meder und Perser gefolgt ist als drittes Weltreich in der Weltgeschichte? Das waren die Griechen. Und raten Sie mal, in welcher Rüstung die Griechen durch die Lande marschiert sind. Ich habe es selbst nicht glauben wollen, bis ich im Britischen Museum war und es selbst fotografiert habe. Das ist original griechische Armeerüstung. Sie sehen, alles ist Kupfer, Erz, Bronze. Das heißt, die griechische Armee war eine einzelne Bronzearmee, die durch die Lande marschiert ist. Die biblische Prophezeiung ist sogar in ihren Details
Sehr genau. Und das sind jetzt nur einige Fundamente. Wenn wir noch 3 Stunden mehr hätten, die wir leider nicht haben und ich auch nicht nehmen werde, dann könnte ich Ihnen zeigen aus Daniel 7 und Daniel 8 noch viel mehr Details zu all diesen Reichen, die sich alle bis ins Letzte erfüllt haben. Aber die Bibel sagt, dann würde noch ein 4. Reich kommen, das stark ist wie Eisen. Und wer kam auf die Griechen? Wer weiß das? Wer kam auf die Griechen? Das waren die Römer, die eisernen Römer, die die Welt unterjocht haben und geknechtet haben, das eiserne Rom bis 476 nach Christus. Und dann kommen wir zum spannendsten Teil und letzten Teil dieser Prophezeiung. Es heißt hier, dass den Beinen aus Eisen würden Füße kommen aus Eisen und Ton. Und Daniel erklärt, dass das bedeutet, dass ein gespaltenes Reich kommen würde. Und jetzt wird es sehr, sehr interessant. Ein gespaltenes Reich. Was ist passiert, als Rom zerbrochen ist und zerfallen ist? Was ist passiert? Die Bibel macht deutlich und die Geschichte macht deutlich, dass als Rom fiel, verschiedene Stämme im Bereich des Römischen Reiches sich ansiedelten. Wissen Sie, welche diese Stämme waren? Da gab es zum Beispiel die Franken. Die Franken sind heute welche Nation? Frankreich. Da gab es auch die Lombarden. Wer von Ihnen weiß, wer die Lombarden sind? Lombarden sind Italiener. Da gab es auch die Westgoten. Wer sind die Westgoten? Die Westgoten waren noch mehr im Westen. Das waren die Spanier. Und dann gab es die Angelsachsen. Wer sind die Angelsachsen? Die Engländer und so weiter und so fort. Und dann gab es auch die Alemannen. Und die Alemannen sind die Deutschen. Ja, auch sie haben ihren kleinen Platz in der Prophetie. Und die Bibel sagt, dass diese verschiedenen Stämme, diese verschiedenen Nationen jetzt versuchen würden, zusammenzukommen, aber es nicht schaffen würden, genauso wie Ton und Eisen sich nicht vermischen lassen. Frage. Hat man versucht, die europäischen Nationen zu einen? Es gab Zeiten, es gab Jahrhunderte, da waren alle europäischen Königshäuser miteinander verwandt, weil man versucht hatte, irgendwie diese Einheit herzustellen. Ist es geglückt? Im Mittelalter nicht. Aber dann kam jemand. Sein Name war, wie heißt dieser gute Mann? Napoleon. Und Napoleon sagte, es wird ein Reich sein, es wird eine Nation sein, eine Gesetzgebung, eine Währung, ein Europa. Und er hatte fast ganz Europa unter sich und dann fehlte nur noch Moskau, Russland. Und was passiert? Der russische Winter kam und Daniel 2 war immer noch wahr. Noch immer war Europa nicht geeint, auch wenn es fast so aussah, wieder bröckelt es auseinander, wie Eisen und Ton immer wieder auseinanderbröckelt. Dann kamen andere, wie Kaiser Wilhelm im Ersten Weltkrieg und dann kam dieser gute Mann. Nein, gut war er nicht, oder? Er war sogar gar nicht gut. Wie ist sein Name? Wussten Sie, dass Adolf Hitler in jungen Jahren einige Bibelstunden bekommen hatte und ein wenig die Bibel kannte? Viele seiner perversen Ideen, wie das tausendjährige Deutsche Reich, sind in Wirklichkeit nur Perversionen von biblischen Wahrheiten. Denn in der Bibel geht es auch um einen Abschnitt von 1000 Jahren. Und es gibt Anzeichen dafür, dass Adolf Hitler Daniel 2 gekannt hatte. Es gibt zumindest eine Anekdote. Ich bin nicht dabei gewesen. Niemand hat das wissenschaftlich aufbereitet oder ein Video gedreht. Aber es gibt die Anekdote, dass eine Krankenschwester von ihm Folgendes berichtet hat. Und es ist eine ziemlich ernstzunehmende Anekdote. Dass Adolf Hitler, als er einmal krank war, sich mal wieder die Bibel zur Hand nahm und gelesen hat. Und er kam zu Daniel 2. Und als er das las, stieg der Ärger in ihm auf. Und er soll ausgerufen haben, er soll seine Bibel genommen haben und die Bibel an die Wand geschmissen haben und ausgerufen haben, sie werden zusammenkommen. Sah es so aus, dass Europa vielleicht doch zusammenkommt? Es fehlte nicht mehr viel, es fehlte nur noch Russland und England. Als ich vor einiger Zeit in England war, hat mir eine folgende Geschichte erzählt, das ist keine Anekdote, das ist eine wahre, also wirklich belegte wahre Geschichte. Als 1940 und 41 die deutsche Luftwaffe mit Bombern immer nach England fuhr und die ganzen englischen Städte dem Erdboden gleichgemacht hat. Als die Bevölkerung von London vor Angst vor den Bomben sich in der Londoner Tube versteckt hat, in der U-Bahn-Station, und es aussah, als würde Hitler diesen Krieg gewinnen, da gab es einen jungen Prediger,
der in der Londoner U-Bahn-Station stand, mit einer Daniel-2-Statue, genauso wie Sie sie da draußen sehen. Und während die deutschen Kampfbomber über London flogen und die Bomben abgeworfen haben und es so aussah, als würde Deutschland gewinnen, hat dieser Mann gepredigt, mit seiner Bibel in der Hand, Daniel 2 aufgeschlagen, Deutschland wird den Krieg nicht gewinnen. Die Bibel sagt, Ton und Eisen werden nicht zusammenkommen. You heard of the story. Praise the Lord. Was ist passiert? Daniel 2 steht. Hitler ist gestorben. Und obwohl es so aussah, obwohl es fast so aussah, als ob die Bibel nicht recht hatte, die Bibel steht noch immer. Wie sieht es heute aus? Hat man heute versucht, Europa zu einen? Gibt es Bemühungen, die europäischen Staaten zu einen? Die Europäische Union. Wir haben sogar den Euro geschaffen. Und es sah vor einige Zeit so aus, als ob wirklich vielleicht nach 2500 Jahren Daniel vielleicht nicht mehr recht hätte. Und wie sieht es heute aus? Wie sieht es aus mit dem Ton und Eisen? Verbinden sie sich gut? Oder wollen wir manche Staaten am liebsten gleich wieder von uns stoßen? So die Griechen und die Iren. Plötzlich passt es wieder nicht, wahr? Bis auf den heutigen Tag steht diese Statue und sie stimmt noch immer. Und das, was wir heute erleben, meine Damen und Herren, ob Sie es glauben oder nicht, was wir heute erleben, was Sie heute bei NTV und in der Tagesschau sehen, das stand schon vor 2500 Jahren in diesem Buch. Sie werden nicht zusammenkommen. Und es wird nie geschehen. Ich bin kein Prophet, aber ich kenne die Bibel. Und ich sage Ihnen, Europa wird niemals völlig zusammenkommen. Aber in den Tagen jener Könige, damit wollen wir schließen, wird der Gott des Himmels sein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Es gibt etwas, was noch kommt. Der letzte Teil der Prophezeiung. Und das ist ein Stein, der kommt. Der dem ganzen Standbild, das die Weltgeschichte der Menschheit darstellt, ein Ende bereitet, so wie wir es heute kennen. Die Frage ist, was ist dieser Stein? Ist das der Planet Nibiru, der aufgrund von irgendwelchen New Age Propheten kommen soll? Ist das der Maya-Kalender, der zu Ende geht? Ist das eine Atombombe, die dem Leben ein Ende setzt? Die Bibel macht ganz deutlich, wer dieser Stein ist. In 1. Korinther 10, Vers 4 heißt es, der Fels aber ist oder war Christus. Der kommende Stein ist der kommende Jesus. Können Sie sich erinnern, was wir am Anfang gesagt haben? Nebukadnezar wollte etwas über die Zukunft nur dann hören, wenn jemand bereit oder wenn jemand in der Lage ist, die Vergangenheit auf übernatürliche Art und Weise zu erklären, richtig? Und hier haben wir jemanden. Die Bibel, die uns die Vergangenheit ganz detailliert berichtet, und zwar auf übernatürliche Art und Weise, wie wir es uns nicht anders erklären können. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen vertraue ich der Bibel auch an diesem Punkt. Nicht, weil ich einfach religiös erzogen wurde, nicht, weil das einfach meine Kultur ist oder weil ich mal hoffe, sondern weil es dafür ernstzunehmende Fakten gibt. Dieser letzte Punkt, dass Jesus Christus kommt, ist eine Tatsache. Die Bibel sagt es so, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Die letzte Frage für die letzten zwei Minuten, wann kommt Jesus wieder? Wann ist das so sein? Gibt es da ein Datum wie den 21.12.2012? Jesus beantwortet diese Frage, als sie die Jünger stellen, wann wird das sein? Wann wird das Zeichen deiner Wiederkunft, das Ende der Weltzeit sein? Wann wird das passieren? Jesus sagt, habt Acht, dass euch niemand verführe. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich nicht verführen, sondern lesen Sie dieses Buch selbst. Ich bin heute nicht dazu da, Ihr Guru zu werden oder ihr Experte, sondern ich möchte Sie dazu auffordern, dieses Buch wieder aus dem Bücherschrank zu nehmen, den Staub ein bisschen abzupusten und selbst zu lesen. Denn viele werden verführt werden. Jesus sagt, es werden Kriege kommen und Kriegsgerüchte, aber das ist noch nicht das Ende. Ich bin heute nicht hier, um zu sagen, oh, schauen Sie, es gibt mehr Kriege als jemals zuvor, deswegen kommt Jesus wieder. Nein, 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 nein. Das ist noch nicht das Ende. Aber die Bibel sagt,
dass all diese Königs, diese Kriege, diese Hungersnöte, diese Seuchen, diese Erdbeben der Anfang der Wehen sind. Wer von Ihnen hat schon mal ein Kind bekommen? Also ich nicht, ich melde mich jetzt nur, damit Sie sich melden. Wer von Ihnen hat schon mal ein Kind bekommen? Was sind Wehen? Wie sind Wehen? Was ist Ihr Charakter? Wie? Sie kommen und gehen, ja, und dann? Verzeihung? Sie kommen plötzlich und dann? Wie entwickeln sich die Wehen? Sie werden immer stärker und immer schneller, nicht wahr? Das heißt, es fängt langsam an und wird dann immer heftiger und immer schneller. Und genau das ist, was wir erleben mit den Kriegen. Ja, Kriege gab es schon vor 2000 Jahren, aber heute sind sie intensiver und sie kommen häufiger vor. Ja, Erdbeben gab es schon immer, aber heute kommen sie viel häufiger vor und sind deswegen viel intensiver. Und ich frage mich, wenn jetzt alle 2 Wochen ein großes Erdbeben stattfindet, statistisch gesehen, wie schnell kann das noch werden? Ich glaube, wir sind sehr weit fortgeschritten in dieser prophetischen Zeit. All diese Dinge, die wir sehen, sind nicht einfach zufällig da, sondern sie zeigen uns, etwas Großes steht bevor. Es heißt, ihr werdet gehasst sein vor allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Die Liebe in vielen wird erkalten. Und dann steht, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Mit anderen Worten, wenn dieses Evangelium gepredigt ist zu allen Nationen, zu allen Sprachen, zu allen Stämmen und allen Völkern, dann wird Jesus wiederkommen und das ist bisher noch nicht geschehen und deswegen ist er noch nicht gekommen. Nicht, weil er seit 2000 Jahren sein Versprechen vergessen hat und die Christen warten lässt, sondern weil die eine Bedingung noch nicht erfüllt ist. Das Evangelium muss zu allen Nationen. Es gibt immer noch Völker und Stämme, die haben das Evangelium noch nicht gehört. Aber ich sage Ihnen etwas. In der heutigen Zeit, mit den heutigen technischen Möglichkeiten, geht das heute sehr rapide voran. Jesus, komm bald. Mit diesem letzten Vers wollen wir schließen den heutigen Abend. Vielleicht haben Sie über das Weltende und den Weltuntergang gedacht, dass es eine schreckliche Sache ist, vor der man Angst haben muss. Aber Jesus Christus sagt Ihnen heute, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus Christus sagt, wenn du all diese Dinge siehst, die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise, die Aufstände, die Naturkatastrophen, die Kriege, erschrecke nicht. Verfalle nicht in Endzeitpanik. Du brauchst nicht alle Konservendosen in der Welt aufkaufen. Das wird dir auch nichts nützen. Aber eine Sache nützt dir, wenn du an Gott glaubst. Wenn du Jesus beim Wort nimmst und dieses Buch aus deinem Bücherschrank nimmst und es zur Grundlage deines Lebens machst. Denn wir haben gesehen, dafür gibt es gute, belegbare, solide Gründe. Meine Frage heute Abend ist sehr einfach und simpel. Möchten Sie der Bibel glauben, die Bibel zu Ihrer Autorität machen, die Bibel zu Ihrem Fundament machen und damit der Zukunft zuversichtlich, hoffnungsvoll entgegengehen, weil Sie wissen, Jesus Christus wird kommen, um bei Ihnen sein zu wollen. Wer von Ihnen möchte heute sagen, entweder ja, das habe ich schon immer geglaubt, das möchte ich nochmal bestätigen, oder ja, der heutige Vortrag hat mich davon überzeugt, ich sollte es mal mit der Bibel versuchen. Wenn das Ihr Wunsch ist, darf ich Ihr Handzeichen sehen. Wunderbar. Gott sei gelobt. Ich möchte Sie einladen, dass wir vielleicht zum Ende noch einmal Dank geben unserem Schöpfer, der dieses Buch inspiriert hat, und dazu bitte ich Sie, dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben. Dein Wort ist so gewaltig, es ist so unglaublich und es macht so viel Freude, es zu studieren. Und ich denke, dass jeder von uns, der das probiert, der das einfach testet, wie ist es, deinem Wort zu vertrauen, der er dieselbe Erfahrung machen wird. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen hier, egal ob er die Bibel schon gut kennt oder kaum kennt, wie Nebukadnezar, dass er trotzdem diese Entscheidung fällt. Ich möchte diesem Gott, der in der Lage ist, solche Dinge im Vorhinein zu wissen, zu vertrauen. Denn wenn dieser Gott die Geschichte von Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und Europa kennt,
dann kennt er auch meine Geschichte. Dann weiß er auch, was in meinem Leben passiert. Und dann kann ich mein Leben getrost in seine Hände legen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute zu uns gesprochen hast und dass du uns Vertrauen geschenkt hast in dein Wort. Hab Dank dafür. Amen.